Kommt Ihnen das bekannt vor? Sollte es nämlich. Soll ich Ihnen vielleicht sagen, was drauf ist? Was wird mich das kosten? Uns läuft die Zeit davon. Oh, es kostet Sie gar nichts. Auf diesem Handy sind Informationen über einen russischen Waffenhändler namens Amir Kafarov. Er war ein sehr guter Freund Ihres Kumpels al-Bashir. Haben Sie das gewusst? Wir verschwenden unsere Zeit. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich schon zu Ende geredet hatte. Wussten Sie, dass Kafarov und al-Bashir zusammengearbeitet haben? Ich weiß nur, dass wir aufgrund der Infos auf diesem Handy verlegt worden sind. Und wohin? In den Nordiran. Kafarov sollte angeblich mit den verschwundenen Bomben dort sein. Angeblich? Nur Sie hörten al-Bashirs Geständnis. Niemand weiß, woher er dieses Handy hatte. Glauben Sie mir, wir müssen Solomon aufhalten. Sie haben den Anruf erhalten, Sie wissen, er ist hier. Alles schön und gut, Sergeant, aber Sie müssen noch ein paar Lücken füllen. Beim nächsten Teil haben Sie ein ziemlich großes Glaubwürdigkeitsproblem. Okay. Kafarov hat eine Villa im Gilad-Tal. Wir waren dorthin unterwegs, aber es gab Komplikationen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3. Okay. Kafarovs Anwesen liegt auf der anderen Talseite, direkt hinter der Gilad-Brücke. Wer ist der Kerl überhaupt? Der Typ von al-Bashirs Handy, ein Waffenhändler. Mehr wissen die nicht? Mehr wissen wir nicht. Er könnte was mit den Bomben zu tun haben. An alle Missverkennungen. Ich hab auch eine Waffe. 1-6, unterwegs auf Route Red. Sie haben Kontakt. Eine Waffe, die für Männer Gift ist und für Frauen ein Schatz. Was nee. Hey, Matkovic, wach auf! Genug gepennt, du Schlafmütze! Hä? 34 Minuten. Ich habe 34 Minuten geschlafen. Und ich habe einen Vanilleshake getrunken. Ob das was zu bedeuten hat? Oh shit! Hinterhalt links! In den Bäumen! Dann lass uns die Bauern knallen. Fahrzeug getroffen, werden von links beschossen. Feind hinter dem Feld, linke Seite. Führung Mifflin, hier 1-3, gehen unter Präzision. 2-3, Herr Fettel, greifen an. Festgelagert. Boah. Ich bin echt blind, ich merk schon. Durch die Mitte! Schutzstrecke! Los, los! Oh, Backe! Bewegung! Bewegung! Kontakt voraus! Feindlichen Angriff zurückgeschlagen. Weiter geht's, oder? Na hopp. Oh, Gott verdammt! Russische Fallschirmjäger. Echte Russen, was hat das zu bedeuten? Vielleicht arbeiten sie für Kafarov. So oder so, Steve. Ich mache mir Sorgen, dass wir ein wenig unterbesetzt sein könnten. Wir haben was zu erledigen. Die Bomben. Das ist Misfit. Reden wir drüber. Fahren wir jetzt mit dem Tank. Darf ich da mitfahren? Oder soll ich wieder auf so einen Tricks-Chopper fahren? Oh fuck! Russische Transporter! Gott verdammte Scheiße! Da kommen wir nie und nimmer durch! Keine Chance! Da unten feindliche Einheiten stellen sich auf. Die Fallschirmjäger haben die kürzeste Route gewählt. Was zum Teufel geht hier vor? Sie sind aus dem gleichen Grund hier wie wir, Sergeant. Sind wir im Krieg mit Russland? Meinen Sie das? Wurde auf dich geschossen? Ja.
Laut Doktrin könnt ihr schießen, wenn auf euch geschossen wird. Das ist kein Krieg. Jedenfalls nicht technisch gesehen, verstanden? Ja, Sir. Wir müssen jedenfalls zuerst dort sein. Glaubt ihr, die Russen sind nur zum Vergnügen hier? Die retten ihre Ärsche. Wir wissen, dass sie mit der PLA zusammenarbeiten. Und jetzt los! Okay, wir beenden einen Krieg, indem wir einen neuen anfangen. Das für ein Scheißspiel! Montez, du hast die Befehle gehört, also los! Da kommen wir nie und nimmer durch. Keine Chance. Bald ein und macht uns zum Vorrücken bereit. Und was ist, wenn wir da doch durchkommen? Ziele, Turm entgegen. Einfach nur mal was austesten. Das war ein bisschen viel für mich. Na ja, egal. Die beiden MGs sind immer schon mal kaputt. Ey, die haben doch AKs dabei, oder? So. Egal. Haben die auch irgendwo eine normale AK? Ohne Visier. Wir müssen sofort auf die andere Seite des Tals rüber. Laut glaubwürdiger Infos rückt russische Infanterie von Norden her an. Sie strecken ihre Pfoten nach Kafarov aus. Ihn wollen wir uns greifen. Seinetwegen sind wir hier. Wir rücken weiter vor zum nächsten Kontrollpunkt, verstanden? Meinetwegen. Gegenangriff! Kontakt! Baumgrenze vor uns! Fallschirmjäger! 200! Schnell nacheinander! Feind hinter Deckung! Fall! Ich hab drauf ihn geschossen. Alle feindlichen Panzer zerstört! Gut gemacht! Nein! 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 Ich bin tot! Oh mein Gott, warum?
Baumgrenze vor uns! Fallschirmjäger! 200! Schnell nacheinander! Feind hinter Deckung! Alter, du zielst hoch und knallst dich selbst ab, obwohl du eigentlich... Ach. Was baue ich denn für einen Mist? Naja. Kontakt! Baumgrenze vor uns! Fallschirmjäger! 200! Schnell nacheinander! Rein hinter Deckung! Schuss. Zweiter Schuss. Alle Schuss. Feindlichen Panzer zerstört. Gut gemacht. Oh. Hintereinander gehen und Augen offen halten. Jupp, verstanden. Weiter geht's. Geh nach, kommt! Bordgeschütz, nach rechts, nach rechts! Über die rechte Flanke ausschwärmen! Feuerschutz! So, den haben wir auch. Okay, da hinten steht ein Tank von uns, da steht ein Tank von uns. Stehen ja überall Tanks von uns. Noch einer. Weiter geht's. Und den haben wir auch noch mitgenommen. Ist kein Bock, hier kurze Sachen zu machen. Wir machen das jetzt einfach auf die Schnelle. Oh, Backe. Habe ich keine Muni mehr. Okay, wir können los. Echt, können wir weiter, finde ich cool. Aus dem Büschen heraus und von den Gegnern ballern. Neuen Sektoren. Hab ihn. Angriff.
Boah, mein Gott, ist das viel Geballer. Hilfe, Hilfe. Feuern und Bewegung. Feuern und Bewegung. Raus aus dem Schuss, das macht dabei doch gerade Spaß. Feindlicher Panzerbogen, noch zwei mehr liegen. Panzer ist bereit und mobil. So, und tschüss. Bams. So. Ist mal mit Noob-Tube geht das auch. Naja, egal, dann machen wir es halt so. Oder so. Ich habe Infanterie gesichtet. Rückt in unsere Richtung vor. Ich sehe es, Blackburn. Halte deinen Sektor und gib Metkovic Deckung. Halte deinen Sektor und gib Metkovic Deckung. Los, los, los. Oh mein Gott, bitte. Ich kann doch einfach alle sterben hier. So, weiter geht's, oder? Hopp. So viel weiter kann's ja gar nicht mehr sein. Sergeant Campo, bereit machen. Sir, wir sind nicht stark genug für eine russische Brigade. Vielleicht sollten wir das überdenken. Das ist taktische Kriegsführung, Sergeant. Wenn's dir nicht gefällt, dann geh doch zur Air Force. Männer, ihr habt mich bisher noch nie enttäuscht. Und deshalb erwarte ich von euch, dass ihr das schafft. Absolut. Nein, Steve, es tut mir leid, aber das ist total unsinnig. Und ich habe ernsthafte Bedenken, deshalb... Sergeant Campo, Blackburn, fortfahren wie geplant. Das sind Jets! Aber nicht unsere, oder? Scheiße! Hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Oh, Scheiße, er kehrt um! Gott verfluchte Kacke! Bewegt euch los! Dagegen richten wir einen Scheiß aus! Wo sind die Dinger? Die Fahrzeuge! Kacke! Renn, renn, renn! Er kommt zurück! Wir sind im Arsch! In den Leichtpanzern waren Dinger! Das war die letzte! Daran? Wir müssen! Komm schon mal, los! Beeilung! Jetzt geht's los! Mein zweiter Hopp. Such die Singer! Sie ist im Growler! Die sind abgeschnitten! Unten bleiben! Los, los, los! Achtung! Weiter geht's los! Vorwärts, Scheiße, vorwärts! Kannst du nichts machen? Montez, durchsuch den Growler! Jetzt, Metkovic, los, los, los! Ist sie da drin? Sie steckt in dem scheiß Wrack fest! Starfight, alles wird aktiv sein!
nein. Krieg. Und im Krieg passiert sowas. Außerdem haben wir eine Aufgabe. Wir müssen Kafarov erwischen, und zwar als Erster, ob die Bomben nun da sind oder nicht. Es gibt kein Wir. Es gibt nur uns. Und dann gibt's noch dich. Es liegt an euch, Marines. Kommt ihr jetzt mit oder was? Wir müssen ja wohl.